Hallo Anders Kollektiv der Zwillinge. Wir schauen in die Energie der Woche rein. Was könnte hier für den einen oder anderen Zwilling wichtig sein? Oh, das hat sich jetzt sogar gereimt. 5 der Schwerter. Hier ist mal wieder so ein bisschen Konfliktsituation drinne. Könnte mit Verhandlungen bzw. deinem Wandel zu tun haben. Ja, es fühlt sich so ein bisschen an wie Unsicherheit. Vielleicht bist du hier auch gerade im Wandel bzw. in Verhandlungen und bist dir nicht so hundertprozentig sicher, ob das Richtige ist. Ja, lieber Zwilling, du musst hier auf jeden Fall noch einen Schlussstrich ziehen. Ja, irgendwas hält dich hier nämlich noch auf und sorgt dafür, dass du instabil bist. Ja, du läufst hier Gefahr, vom Podest zu fallen. Aufgrund dessen, dass du hier einen Abschluss noch nicht erkannt hast, getätigt hast. Denn 10 der Schwerter sagt, hier ist ein notwendiger Schlussstrich, der gezogen werden muss. Ich habe sogar hier mit den Liebenden dich in der großen Arkana liegen. Ja, und jetzt kriegen wir natürlich das Problem. Ihr seid ja gerne mal auf der sehr analytischen Seite. Und nun kommt hier der Mond ins Spiel. Gerade wenn eine Person in der Vergangenheit noch ihre Fäden an dir haften hat, weil du es einfach nicht loslassen möchtest, bringt der Mond natürlich eine Problematik mit. Das heißt, der Blick ist nicht klar, der Verstand ist blockiert und deswegen ist es Zeit, hier mal so ein bisschen in den Rückzug reinzugehen und dich ein wenig zu besinnen auf der Verstandesebene. Denn es kündigt sich hier, oh, da hat sich sogar eine umgedreht. Denn es kündigt sich hier nämlich, ja, rein in die Dualität, die eigene Wahrheit an, mit der Karte auch das Thema Liebe wieder an. So, und Liebe ist natürlich ein Gefühl. Liebe ist auch ein, ja, Grundbedürfnis deinerseits, auch wenn du das nicht so ganz wahrhaben möchtest, ja. Aber wenn diese alte Liebe nicht verarbeitet ist, nicht abgeschlossen ist, dann wird es hier auch keine neue Liebe geben. Dann bist du immer wieder gehemmt und, ja, wir haben hier immer wieder die Konfliktsituation. Als Element Luft bist du natürlich generell mehr im Verstand, das ist auch völlig in Ordnung, aber erkenne auch deine Dualität. Die Hohe Priesterin, die steht nicht nur für Intuition und Inspiration, sondern auch dafür, dass du in deine eigene Dualität wieder eintauchen darfst. Und wir haben hier zum Schluss noch die 6 der Münzen. Während wir hier Konflikt haben, ja, Kampf haben, Aggression haben, möchte hier gerne entspannt in die Fülle gegangen werden. Hier muss etwas langfristig gepflegt werden. Das wird nicht passieren, solange du hier in der Impulsivität bleibst. Ja, also finde heraus, was hier noch gelöst werden darf, damit Liebe wieder Einklang findet, damit du wieder in der eigenen, ja, in der eigenen Wahrheit bist und nicht in der Fremdsteuerung. Ja, wie gesagt, der Konflikt hier ist aus der Vergangenheit und der könnte in der Zukunft dafür sorgen, dass es eben hier Schwierigkeiten gibt. Schöne neue Woche.